Recht herzlich willkommen zur 102. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztens diesen Bus auf die Linie hier geschickt zwischen Sonderhausen und Flotow. Müssen den anderen im Bus, müssen den anderen Dingens, den anderen Bus hier gucken, dass der definitiv diese abbaut. 505, letztes Mal war 533, glaube zum Schluss. Also da passiert was. Der nimmt natürlich immer voll mit zurzeit. Lass den mal gerade da sitzen. Und wir können ja auch das andere offen lassen. Ist ja auch kein Ding. Lassen das mal offen. So, und dann gucken wir, wie es hier aussieht. Wo fährt der jetzt hin? Da, ne? 273. Und hat welche mitgenommen und bringt die dann nach Sonderhausen. Und der innerstädtische. Ah, das geht alles nach Sonderhausen, okay. Der hat jetzt 4 an Bord. Das ist ja der Innerstadtbus, ne? Stadtbus Lotto, ja. Da gibt's auch nur einen, oder? Gibt's da zwei? Ne, da gibt's schon sogar zwei. Der hat auch 54 da oben. Gut, dann lass die mal hier unten fahren, die beiden. Jetzt müssen wir nur gucken, was passiert hier. Er hat jetzt volle Ladung. Und der kommt wieder. Auch mit voller Ladung. Das sind dann die beiden, die von Sonderhausen Flotow die Strecke machen. Das sind die Stadtbusse. Nun müssen wir hier gucken, was hier läuft. Da haben wir den Sonderhausenbus. Der fährt gerade 54 Leute durch die Gegend. Ja, das Problem wird sein, wenn welche von Flotow nach Lauter wollen, dann fährt der Stadtbus die ja durch die Gegend, ne? Macht das dann Sinn? Ist halt so, oder wie soll man das nennen? Weil hier ist ja jetzt der Ankommende. Der ist jetzt nicht voll. Ist die Frage, ob hier der Bus von Lauter ankommt. Gute Frage, ne? Ja, müssen wir dann gucken. Das heißt, wir müssen definitiv eine zentrale Tauschstelle haben für die Überlandbusse. Ja, so wird es sein. Das heißt, wir müssen oben in Flotow das nochmal überlegen, wie es da ist. Also, der Bus, der von hier unten kommt, darf auf gar keinen Fall hier irgendwo ausladen. Also das wird definitiv weniger. Die müssen definitiv hier ausladen, dann da muss der Wechsel sein. Über Sonnenhausen, über Flotow. Und hier ist leer, okay. Die Frage, wo fährt der Bus hin? Flotow Waldeck, das ist der. Wo hält der an? Waldeck, Ahornstraße. Wo ist die Ahornstraße in Flotow? Ist die Frage, ne? Ah, das ist ja Waldeck, Blödsinn. Römerstraße hält er an. Das ist nämlich da unten. Das ist also dumm. Das macht keinen Sinn. Das müssen wir ändern, definitiv. Und da müssen wir da das einfügen, sonst fährt uns der Stadtbus die ja alle hin und her. Und das wollen wir ja nun mal nicht, ne? Das wäre ja Blödsinn. Und löschen Römerstraße. So sollte es funktionieren. Dann fährt er demnächst dahin und wechselt da. Passt.
Weil sonst fährt uns der Stadtbus die alle hier hin und her und dann ist er nicht frei für den anderen Verkehr, den er machen soll, ne? Weil hier sind jetzt reichlich drinnen, ne? Jetzt war der auch voll, oder was? Wahrscheinlich noch das dazu, ne? So, das ist, glaube ich, dieser hier, ne? Genau, der war voll, deswegen ging das auch nicht. Dann fährt er nämlich keinen hin und her im Endeffekt. Der muss sogar noch bis zum Dingens, die Alakan, sag schon, bis zum Schiffsanleger. Deswegen fahren da wahrscheinlich auch zwei. Das müssen wir definitiv beobachten. So, das ist die Landstrecke. 54, 54. Der kommt da jetzt an. Der andere ist hier losgefahren, ne? Ja. Ziel ist jetzt Sonderhausen, Flotho, Sonderhausen, untere Ländle. Also hier ist der Wechsel. Das ist der innerstädtische. Jetzt müssen wir noch den erwischen, der hier lang fährt, wenn hier überhaupt einer lang fährt. Doch, da sind sie. Hier ist der große Umschlagplatz. Und das ist der Fernbus. Und der muss definitiv zur unteren Ländle fahren. Oder wir machen das demnächst immer am Rathaus. Einfügen, untere Ländler und löschen. Asimovic, fertig. So, da sollte jetzt demnächst nichts mehr passieren. Der muss wieder leer werden. So, dann haben wir das auch. So, wer ist das jetzt hier? Lauter Sonderhausen. Okay, das ist also der. Und wer ist das? Das ist der Stadtbus, ne? Ja. So, der schafft nämlich jetzt die 54 von hier noch weg. Ist aber teilweise noch voll. Jetzt wird's kompliziert. Beziehungsweise kompliziert ja nicht, ne? Flotho Waldeck. Der tauscht jetzt da aus, hat 54 geholt. Das sind nur noch 474 hier. Das ist schon mal okay, das wird weniger. Das ist aber eine Bushaltestelle weiter, ne? Diese hier sollte nicht ganz so viele haben. 21 passt. Und das ist jetzt diese Haltestelle. Das war jetzt der Bus. Denn das ist diese Haltestelle. Die muss er jetzt mal abbauen. Wird aber auch weniger. Der ist jetzt schon zu unteren gefahren, oder wie sehe ich das? Der steht da und wartet jetzt auf Fahrgäste. Ah, da haben wir noch irgendwo eine Minute Wartezeit drin, ne? Die können wir da natürlich jetzt auch nicht gebrauchen dann, ne? Die muss dann an einer anderen Stelle sein, die Wartezeit. Ja, das nützt dann nichts. Linie ändern. Ich glaube, unteren Ländler, das ist die Zeit nimmt raus, das bringt dann nichts, weil er wird ja jetzt demnächst. Nein, lass das weg, das bringt nichts, das machen wir so. Vier Städte, ist keiner mehr drauf, die Linie können wir löschen. So, jetzt muss der dauerhaft da durchfahren halt. Oder er müsste woanders stehen bleiben. Müsste man dann nochmal genau überlegen. Aber zurzeit an der Stelle ist er schlecht unterwegs. So, er hat jetzt 54 hier. Und das ist die Bushaltestelle. Da sind dann nur noch 20. Die sind gleich weg.
Das ist jetzt lauter Sondershausen. Der bringt jetzt welche zur unteren, ne, Dings da, wie heißt sie, unterer Ländler. Bringt der Leute hin. Das ist ja hier. Die 297 über Sondershausen sind dann intern, oder wie sehe ich das? Ach, das ist Efeuweg. Wo ist denn der? Ach, der ist in Plotho. Okay. Dann ist das die falsche Bushaltestelle, die wir gerade begucken. Die wollte ich sehen. Ja. Die müssen nach Flotow, die müssen nach Lauter. Und die sind intern hier, die letzten beiden. Nee, nur dieser, der in Lauter. Hundert sind nach Lauter, 44 intern. Und der interne Bus, ist das der? Ja, und diese Bushaltestelle hat er jetzt leer geräumt, das ist gut so. So. Er fährt jetzt hier Runde intern, hat er jetzt noch vollgeladen, er war gerade beim Rathaus, glaube ich, oder? Nee. Oder doch, könnte sein. Rathaus kommt jetzt aber erst. Ja. Genau, jetzt fährt der untere Ländler an. Da holt er die alle raus. Und da kommt er jetzt hier an. Und da sind jetzt welche weg. Die internen hat er alle mitgenommen. Genau. Intern ist erledigt. Das andere sind Durchreisende. So. Ja, da hat er noch 5 dazu gekriegt, glaube Hier kommt keiner, dieses ist jetzt erledigt. Ich glaube, das können wir gleich zumachen. Gucken, wenn er da war, das hat er sie alle abgesetzt und hat noch 5 drinne. Ah, die wollen auch noch untere Ländle zurück. Jetzt müsste er hier ankommen, ne? Da ist er. Und da passiert auch nichts. Auch wenn der gerade da war, kommt keiner dazu. Meistens ist er danach, dann kurzfristig danach kommt dann hier einer, ne? Möchte mitfahren. Aber die Bushaltestelle ist halt mit dem da. Als einziges ist abgedeckt, glaube ich, ne? Oder andere, doch nicht, sind schon 2 Felder, der auch noch. Gut. Das können wir zumachen, das Fenster. Dann schieben wir das mal dahin. Und da sind halt die Passagiere lauter Flotow und so. Da fährt er jetzt hin, ne? Genau. Da bringt er jetzt welche hin, aber holt keine ab. Genau so ist es. So, das heißt, der interne Bus funktioniert erstmal ganz gut hier. Jetzt müsste man gucken, wenn da einer kommt. Ah, da kommt gerade einer und bringt nur welche für die Durchreise. Okay. Hat jetzt hier 2 eingepackt. Einer geht noch. Ne, die sind beide intern, oder wie sehe ich das? Ne, das ist vielleicht auch extern über Sommerhausen. So, wie sieht's hier aus? 445. Er fährt mit 54 Leuten durch die Gegend. Floto Waldeck ist das. Der bringt gerade welche weg. Also er kommt und fährt. Also das Hin und Her ist mit 54. Das ist voll.
Ist vielleicht doch besser, da zwei Busse zu haben, oder wie ist das? Na, das wird sich aber, wenn die 445 weg sind, dann amortisieren. Wahrscheinlich. Muss man dann gucken. Momentan fährt der Miese ein. Er hat 36 jetzt für Fernbusse. Kriegt wieder keinen mit. Okay. Leichte schwarze Zahl. Und hier ist auch wieder nur Durchreise. Okay, das können wir zumachen. Intern will da keiner. Also vom Floto, weder vom Floto noch von Waldeck noch von Lauter möchte jemand nach Sondershausen. Das ist festzustellen. Die machen wir dahin jetzt. Was war das jetzt hier? Ah, das ist jetzt in Waldeck die untere Haltestelle. Ah, da wird es jetzt kaum mehr. Das ist schon mal gut. Also von Waldeck nach Floto passt ein Bus. Jetzt brauchen wir nur von Floto Efeu-Weg, das ist der. Die wollen nach Sondershausen. Also da steht keiner jetzt an, der nach Waldeck möchte. Jetzt kommt da der Bus aber gerade von Sondershausen. Wo wollen die hin? Über Floto. 23 wollen zum Hafen. Und keiner will doch da. Neune wollen nach Waldeck, also reicht da der eine Bus auch. Dann ist das erst geklärt, und zwar ist das dann diese Bushaltestelle, die brauchen wir nicht beobachten erstmal. Die müssen wir beobachten, ob sie leer wird. Und das ist der Bus, der da hin und her fährt. Der hat momentan die 54 voll. Gut, das kann auch erledigt gelten. Das ist natürlich hier Sondershausen hin und her nach Floto mit den zwei Bussen, die sich da auch gerade begegnet sind. Da gehört ja hier der EVW zu mit 365 Fahrgästen. Nee, 313. Intern 33, ja, okay. Das ist erstmal abgeschlossen. Und die beiden sind auch abgeschlossen, weil die fahren passend erstmal hin und her. So, den haben wir jetzt hier. Fernbus Lauter Sondershausen. Der hat jetzt 54. Und da gehören jetzt welche Bushaltestellen zu? Unterer, ja, die haben wir jetzt nicht, ne? Lassen wir gerade erstmal hier gucken, wo fährt er hier hin. Ist da eigentlich egal, wo er hinfährt. Fährt hier hin. Da stehen 558, die nach Sondershausen wollen. Okay. Und in Sondershausen stehen wie viel nach Lauter? Ja, da wäre zu überlegen, noch einen zweiten Bus zu kriegen, ne? Glaube, das machen wir. Da machen wir noch einen Bus drauf. Oh, hier gibt es was Neues. So, die sind für Passagiere. Okay, das passt. Also wir haben jetzt zurzeit den am Start mit 54, der hat 43 und der hat aber 68 Passagiere. Das bedeutet, wir nehmen diesen. Haben wir ja auch schon, ne? Und der fährt auf der Linie Floto, Lauter, Sondershausen. Und startet da.
So bedeutet er eigentlich gleichbringend, wenn der da gekommen ist, dass der ausgemustert wird, ne? So, da ist nämlich überfüllt. Das ist ja hier. Aber da sitzen, haben wir ja gerade einen draufgesetzt, ne? Es war zu überlegen. Was machen wir mit der anderen Strecke? Ich glaube, da setzen wir auch einen drauf. Sonderhausen-Floto ist das. Mach den da mal drauf. Da ist dann einer mehr drauf zurzeit. Es sind dann drei, wird aber abgebaut und dann müssen wir nachher die anderen ausmustern, diese hier, ne? Denke ich mal. Das ist natürlich ein schöner Stadtbus für Sonderhausen oder sowas, ne? Der ist nämlich wieder billiger dann auch in der Unterhaltskosten, weil intern fahren die ja, oder ist das hier Stadtbus? Nein, das ist nicht der Stadtbus Sonderhausen, der ist hier. Der fährt nämlich mit schlechten Ausgaben hier durch die Gegend. Kaufen wir den. Und den setzen wir in Sonderhausen ein. Starten den. Warum ist denn der da jetzt ausgewählt? Ich habe doch den da genommen. So, starten. Jetzt haben wir den noch zu viel, ne? Aber ist okay. Irgendwo setzen wir den gleich noch ein. Ja. Also das sind die 424 jetzt, ne? Sollten wir da einen Bus. Den haben wir jetzt sowieso schon gekauft. Dann machen wir den mal einen Fahrplan. Von da. Nach Efeuweg war das, ne? Nach da. Das ist keine Linie. Und starten. Eigener Fahrplan ist das gewesen, genau. Und dann kriegen wir die da auch runtergefahren, ne? So, und wenn das runtergefahren ist, wechseln wir den Bus aus. Gut. Jetzt müssen wir nur den kleinen noch haben, den wir ausgewechselt haben für den Sonderhauser Bus. Wo ist denn der? Ah, hier unten fährt er schon rum. So, das ist der Stadtbus Sonderhausen. Wenn der da jetzt keine mitkriegt, dann fährt er gleich nach Hause. Macht er zum Depot. Fertig. Beziehungsweise verkaufen. Weg ist er. So, und er übernimmt die Fahrt. Er ist ja jetzt schon da. Läuft. Dann haben wir einen kleineren für die Fahrgäste intern. Gucken, ob der sich dann rentiert. So, welche Bushaltestelle ist das? So, das ist da, wo wir den Bus jetzt direkt den eigenen Fahrplan machen lassen haben. Stadtbus Floto. Zwei Stadtbusse in Floto, die mit Vollpassagieren durch die Gegend fahren. Das bedeutet, da lösen wir auf jeden Fall ab. Stadtbus Floto. Starten den. Gucken zu, wie der da Leute hin und her fährt. Ich glaube, wir müssen da auch umdisponieren, ne? Wir müssen einen von hier aus zum Hafen fahren lassen, oder der Umstiegsplatz ist definitiv im Hafen.
Die fahren nach Sonderhausen. Die fahren nach Waldeck. Die auch. Die fahren zum Hafen, obwohl zum Hafen wollen gar nicht so viele, wie man sieht. Interessant. Was macht der denn eigentlich jetzt? Der ist auch 68 voll geladen, ne? Das sind die beiden. Okay. Ja, auf Dauer kriegen wir das in den Griff. Müssen wir ein bisschen angucken, was hier so läuft, wie viel wir Busse haben müssen. Ich denke, hier in Sonderhausen, das war die richtige Entscheidung, den Kleinen da reinzusetzen. Der interne Verkehr ist da schlecht. Da waren die 54 sowieso zu viele, 43 war billiger. Läuft, ne? Ja, 40 jetzt beim Rathaus und die fahren ja dann zur unteren Lände. Und da dann nur drei Plätze nicht voll. Passt also, würde ich sagen. Und wie viel kriegt er mit, müssen wir noch gucken. Und der letzte war mit 0 unterwegs. Oh, der hat sogar jetzt 15. Die fahren zum Rathaus. Mal kurz schneller. 24, 9. Ist er beim Rathaus und nimmt wieder mit zum Ländle. Kriegt da jetzt interessanterweise 39. Fährt er jetzt hier rechts rein? Okay. Oh, ist aber noch nicht voll. Jetzt sag nicht, dass das jetzt, wo wir den gerade umgemacht haben, dass das jetzt das Entscheidende ausmacht, dass er voll wird, ne? Jetzt am Rathaus entladen. Genau, dann sind nur noch drei dran. Hier kriegt er nochmal welche dazu. Fährt wieder zum Rathaus und da kriegt er 38. 43, jetzt ist er voll. Jetzt lässt er da welche stehen. Du glaubst es doch nicht, oder? Und jetzt stehen da immer welche für intern. So, jetzt Rathaus und danach 39. Jetzt fährt er da oben hin zum Wechselbahnhof. Und kriegt da nur 10. Jetzt passt's wieder. Okay, dann lass es so. Alles klar. Können wir laufen lassen, denke ich. So, wie sieht's hier aus? 323 wird abgebaut. Wir haben auch einen Bus mehr draufgesetzt. Hier sind wir jetzt mit einem internen Bus unterwegs. Das ist Floto, ne? Ja, 54. Der hat da oben 54. Ja, die fahren jetzt von einer Bushaltestelle zur anderen. Voll wohlgemerkt. Weil irgendwie intern das nicht so passt, oder? Kann das sein? Sind alle drei voll. Wir müssen einmal beobachten eigentlich, ne? Aber das Beobachten, das machen wir mal in der nächsten Folge. Floto, gucken wir uns da an, wie es sich da weiter ausgeht. Ja, hier kommt der gerade an. Bringt voll hin, nimmt voll mit, war klar. Gut, das ist der gleiche. Da ist das gegeben genauso. Und hier sind wir wo? Efeuweg. Alles klar. Naja, müssen wir gucken, wie weit wir das abbauen können. So, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.